Zu alt ist man nur, wenn man sich danach fühlt. Wir haben einen komplett gemischten Haufen. Wir werden noch einige Zeit dabei bleiben, solange der Körper und der Geist das noch mitmachen. Wenn man älter ist, ja, man merkt, man kann nicht mehr so viel tragen, man ist nicht mehr ganz so schnell. Aber dann findet sich immer ein Part, die Verpflegung, die Betreuung, Materialien zu prüfen, zu warten. Die können auch sehr wohl bei einigen Sachen dann noch mitmachen. Ich würde nicht sagen, dass man zu alt ist für ein Ehrenamt. Ich bin mit 51 Jahren jetzt eingestiegen und ich denke mal, das ist einfach eher eine Einstellungssache, ob man jemanden noch unterstützen, helfen möchte. Wer im Alter im Prinzip möchte, ein Ehrenamt auszuführen, der würde auch eine Position besetzen können. Es wird in jeder Organisation hundertprozentig was gefunden. Es geht ja nicht immer nur um körperliche Arbeit, sondern manchmal auch nur um da zu sein, jemandem zuzuhören. Die Einsätze kann man sich sehr gut einteilen. Man kann auch mal sagen, okay, bis hierhin mehr schaffe ich nicht. Ich bin bei der DLRG, weil die DLRG auch verwaltet werden muss. Wir geben ja nicht irgendwo Schwimmunterricht. Das muss ja auch irgendwie alles geregelt werden. Wo kommt das Geld her und wo geht es hin? Die Mitglieder müssen gepflegt werden. Sie müssen über alles Mögliche informiert werden, was wir anbieten. Und das ist meine Aufgabe, das alles zu koordinieren. Ich bin ehrenamtlicher Helfer im Deutschen Roten Kreuz Hamburg-Eimsbüttel. Bin hier im Fachdienst der Wasserwacht. Wir waren sehr viel auf der Kieler Woche im Einsatz. Wir waren bei Konzerten, wo wir andere Gliederungen unterstützt haben. Fußball ist immer wieder spannend, auch wenn man nicht im Stadion ist. Wirklich diese Atmosphäre, die saugt man einfach mit auf. Das ist wirklich sehr vielfältig, was wir da haben. Wir sind hauptsächlich für die Großveranstaltungen hier in Hamburg da. Wir gehören aber auch zum Katastrophenschutz. Und einige Leute von uns sind auch 24 Stunden für diesen Bereich der Medical Task Force mit eingebunden und können, wenn sie das möchten, dort auch für die Einsätze mit alarmiert werden. Als ich zu den Maltesern zur Ausbildung gekommen bin, hatte ich tatsächlich so ein bisschen Muffensausen, dass man in meinem Alter noch ziemlich viel Fachbegriffe lernen muss und dass man das auch nachher anwenden kann. Mein Mann hat mir auch prima geholfen zu Hause, der hat mich ordentlich gemartert, hat mit mir zusammen gelernt. Das hat funktioniert und in den Einsätzen denkt man da nicht drüber nach. Man ist nie zu alt für irgendwas, ob es nur das Ehrenamt ist oder irgendwelche anderen Sachen. Man tut auch was Gutes, man hilft anderen, man bildet welche fort, dass die anderen Menschen helfen können. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, einfach mal zum Dienstabend vorbeikommen, sich das Team angucken und bevor man irgendwo zu Hause auf der Couch liegt und gar nichts macht, dann lieber rausgehen und neue Leute kennenlernen. Uns schweißt zusammen der Geist des Roten Kreuzes, dass man zusammen an einer Sache arbeitet, um was Gutes für die Gesellschaft zu machen und Leuten zu helfen. Ich finde es auch nicht als Arbeit oder als Stress oder wie auch immer. Ich mache das einfach gerne, ich kann das nicht erklären. Ich kann das wirklich nicht erklären. Man wird überall freundlich empfangen. Da ist es auch vollkommen egal, auf welche Hilfsorganisation es ist. Wir sind bei den Helfern eins.